Hallo Vipita hier, schön, dass du wieder dabei bist. Ich zeige dir heute das Intro von Green Tinted 60s Mind von Mr. Big. Der Gitarrist von Mr. Big ist Paul Gilbert. Und ja, der Song selbst ist in E-Dur geschrieben. Und ich habe hier auch hier was vorbereitet. Die Akkorde, die ihr hören werdet, sind ein E-Dur. Ein E-Sus 4, ein D-Dur und danach wieder ein E. Das Intro selbst enthält viel Hammer-on, Pull-off und Tappings. Sprich, wenn du diese Techniken noch nicht kannst, dann ist es zu empfehlen, auf unserem Kanal nochmal nachzuschauen, wie diese Techniken denn funktionieren, damit ihr dann auch diesen Song spielen kann. Also, viel Spaß! Zu Beginn haben wir ein Hammer-on und Pull-off im zweiten Bund auf der E-Seite. Also leere E-Seite, zweiter Bund, Hammer-on, Pull-off wieder. Und dann gehen wir auf die leere H-Seite. Also. Danach folgt auf der E-Seite ein Hammer-on in den siebten Bund, dann ein Pull-off in den fünften und natürlich dann wieder das Pull-off in den nullten oder auf die Leerseite. Am Stück. Jetzt gehen wir auf die G-Seite in den zweiten und danach ein Hammer-on in den vierten. Am Stück. Jetzt haben wir unseren ersten Tapping-Lauf. Der beginnt auf der leeren E-Seite, dann ein Hammer-on in den fünften Bund, dann im siebten Bund, dann je nachdem, ich spiele es mit dem Mittelfinger, ihr könnt es auch mit dem Zeigefinger oder dem Finger, der dir am besten passt. Im zwölften Bund, danach wieder in den siebten, Pull-off auf den fünften. Am Stück hört sich das so an. Nochmal. Komplett jetzt bis hierher. Nochmal. Jetzt gehen wir in den 17. Bund. Machen dort ein Tapping, ein Hammer-on mit der rechten Hand. Danach in den 9. und dann in den 12. So. Danach tappen wir nochmal den 17. Bund und rutschen dann runter in den 5. und 7. Ja, bis zu diesem Punkt jetzt erstmal. Jetzt spielen wir den 16. Bund getappt. Also 16. Bund, dann Leerseite, vierter. Siebter,
einen 12er, einen Slide in den 16. Bund hoch, wieder zurück. Danach wieder ein Pull-Off in den 7. Bund, in den 4. und in den 0. Also. Nochmal. Das Slide ist sehr kompliziert und mit dem wird man wahrscheinlich auch beim Üben die meiste Zeit verbringen. Wichtig ist als Tipp jetzt schon, in diesem Fall ist etwas mehr Kraft wahrscheinlich genau richtig. Also, nochmal. Jetzt einmal das Ganze nochmal am Stück. Das war es auch schon. Viel mehr gibt es gar nicht mehr dazu zu sagen. Nehmt euch wirklich Zeit, das Ganze zu üben und unterteilt es in die kleinstmöglichen Schnipsel. Also die ganzen einzelnen Hammer-Ons, wie zum Beispiel das gleich am Anfang. Einfach mal geloopt, einfach mal die ganze Zeit am Stück. Wenn das klappt, dann nehmen wir das nächste dazu. Danach wieder das nächste. Dann den nächsten Teil würde ich dann wieder einzeln üben. Die Tappings. Und vor allem dieser Bereich jetzt, der kommt, das ist wirklich der schwierigste im kompletten Intro. Deswegen leg darauf den Fokus. Dir viel Spaß dabei und wir freuen uns natürlich über Anregungen, Tipps und natürlich auch über Videos, die du selbst gedreht hast, von dir, wie du versuchst, dieses Intro zu spielen. Und bis bald und viel Spaß.